Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr wisst, es hat wieder etwas länger gedauert, aber ich sage es eigentlich fast in jedem Video, dass momentan echt die Zeit ziemlich interessant ist. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch dermaßen, ich sage jetzt mal, rund geht in jeglicher Art und Weise, positiv und naja, manchmal ist auch was zum Herausfordern dabei, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen ist halt immer so das Thema Video eine ganz ja, besondere Sache, meistens dann zum Sonntag dann. Genau, genug gelabert. Jetzt soll es mal hier um die Tesla-Spule gehen, denn ich bin schon öfters mal angeschrieben worden, wie es denn gerade mit dem Thema Tesla-Spule ausschaut, gerade jetzt auch bei mir auf dem Shop und so weiter, weil es gibt ja nun diverses T-Tesla-Spulen. Und ich dachte mir einfach, wir fangen hier mal relativ klein an. Das heißt, bei uns, bei mir auf dem Shop, werdet ihr dann einen Tesla-Spulen-Bausatz finden, auch unter der Rubrik Bausatz. Hier seht ihr schon mal, wie er ankommt bei euch, wie er ausgeliefert wird. Der hat hier eine Klinkenanschlussgeschichte dran. Die habe ich jetzt aber nicht angebaut. Ich habe jetzt hier dann stattdessen einfach Plus und Minus, Schwarz und Rot genommen, weil ich das dann so direkt ansteuern will, weil du hast halt verschiedene Möglichkeiten von der Spannung her. Also das Ding rennt im Prinzip schon von 3,5 Volt bis maximal 12 Volt. Von der Sache her liebe ich das da halt immer so ein bisschen flexibel zu sein und das will ich euch auch gleich mal zeigen. Ja, das ist hier der Bausatz. Könnt ihr noch mal sehen. Alles recht überschaubar, habt ihr auch eigentlich relativ schnell zusammengebaut. Ich will mal ganz kurz mal den Autofokus mit reinmachen. Jetzt hat er es, genau. Genau, alles relativ schnell zusammengebaut, sage ich jetzt mal. Hier in der Mitte ist noch eine kleine LED. Das zeige ich euch gleich. So sieht das Ganze von unten aus mit so kleinen Füßchen darunter. Und jetzt wollen wir das ganze Ding mal anschließen. Und ich hoffe jetzt, dass mein Telefon da nicht seltsam drauf reagiert, weil wie gesagt, das ist ja jetzt hochfrequent. Also beim PC höre ich dann immer, wie er irgendwelche USB-Sachen dann installieren will oder auch nicht. Also hier sieht man, schon, wie das Ganze reagiert. Hier ist die kleine LED drin. Und hier kann man ganz leicht erkennen. Ja, jetzt sieht man es. Wunderbar. Ich habe jetzt 8,8 Volt am Eingang. Ist jetzt natürlich auch nicht so viel. Können wir mal ein bisschen erhöhen. Aber man kann es, denke ich mal, ganz gut erkennen. Und man kann jetzt natürlich hier diverseste Experimente machen. Und das ist halt das Schöne an der Tesla-Spule. Ich regle jetzt mal ein bisschen runter. Bei 8,8 Volt, jetzt zieht es ungefähr 360 Milliampere. Und es riecht auch schön so ein bisschen nach Ozon. Also bedenkt immer dabei, dass ihr das lüftet, also euren Raum lüftet. Nicht, damit hier einer sagt, ich habe das hier irgendwie angeschlossen. Genau, und dieses Gas, was hier drin ist, wird jetzt durch diese hochfrequente Geschichte so weit angeregt, dass es halt eben von alleine leuchtet. Natürlich gehen nicht nur Energiesparlampen, die dürften mittlerweile die wenigsten Leute bei euch noch finden zu Hause. Ich musste auch echt lange suchen, dass ich überhaupt noch eine finde. Stattdessen im Lieferumfang ist auch eine, jetzt muss ich mal gucken, mein Autofokus spinnt heute ein kleines bisschen rum. Ja, ich habe gesagt, ich brauche ein neues Handy. Ich suche immer noch eins. Also das hier, das ist schon mittlerweile jetzt fertig mit der Welt. Genau. Das ist eine ganz normale Neon-Glimmlampe. Und ihr seht hier kein versteckter Stromanschluss. Und auch diese Glimmlampe leuchtet hier wunderbar in der Nähe. Also man kann hier wunderschöne Experimente zum Thema Tesla-Spule machen. Und deswegen dachte ich mir einfach mal, ich werde euch da mal so einen kleinen Bausatz mal geben. Und für die, die jetzt noch nicht so geübt sind im Löten, achso, ich wollte euch ja noch die Stromaufnahme mal zeigen und die Spannung 8,8 Volt. Und für diejenigen, die jetzt nicht so sehr geübt sind im Löten, da machen wir das jetzt ganz einfach so. Ich werde euch einmal ganz schnell, ganz kurz den Aufbau zeigen und dann habt ihr im Prinzip einmal das, ich sage jetzt mal, Produktvideo dazu und halt entsprechend auch gleich die Aufbauanleitung. Ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann sage ich bis gleich. So, was braucht ihr so generell für einen Aufbau? Ich habe mal so ein paar normale Standardwerkzeuge beigelegt. Ihr braucht vielleicht einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Vielleicht eine kleine Zange, das könnt ihr aber nachher machen, wie ihr wollt. Vielleicht sowas, aber das ist jetzt optional. Ein kleines Cuttermesser braucht ihr vielleicht, den Schlitzschraubenzieher. Wofür habe ich denn den gebraucht? Weiß ich gar nicht. Könnt ihr auch weglassen. Feuerzeug zum Abisolieren der
des kleinen Kupferdrahtes an der Spule. Hier vielleicht eine etwas stärkere Zange. Aber das sehen wir gleich, ob wir das alles brauchen, wissen wir nicht. Eine Tasse Kaffee. Und ihr braucht auf jeden Fall Lötzinn, einen Lötkolben. Vielleicht so eine Helping Hand, ist immer ganz gut nebenbei. Und ja, ich habe jetzt, um die Spule zu befestigen, habe ich dann noch Heißleim genommen. Dann zeige ich euch jetzt einmal den Packungsinhalt. So, und da ist da auch schon. Ihr habt hier einmal separat verpackt die kleine Spule. Und dann purzeln hier jede Menge kleine Teile raus. Ich muss gleich dazu sagen, ihr habt hier einiges als Reserve mit dabei. Also ihr werdet es nachher sehen, ihr werdet nicht alles brauchen. Wenn ihr das so aufbaut wie bei mir im Video, eben gerade gesehen am Anfang, dann werdet ihr bei euren Packungsinhalten nachher exakt diese Teile übrig behalten. Das ist das, was dann als kleines extra Giveaway mit dabei ist. Eine zusätzliche blaue LED, was ist das, 10 Kilo Ohm Widerstand. Naja, und noch so ein Bolzen, so eine kleine Schraube und so ein kleiner Kondensator. Wie gesagt, wenn ihr mit so einer Buchse hier arbeiten wollt, dann müsst ihr natürlich auch ein Netzteil entsprechend haben, was diesen Ausgang hat. Und wie gesagt, macht nicht mehr als 12 Volt. Da ich immer ganz gerne die Bauteile versuche, immer so ein bisschen zu schonen, gehe ich halt auch immer ein bisschen mit weniger Spannung ran. Also ja, so 10 Volt habe ich jetzt bei mir immer genommen zum Testen. Und von der Sache her ist es da halt schon immer gut, wenn man da einfach so ein extra Kabel ranlötet, ne? Genau, ihr seht es auch hier, ist eigentlich alles sehr, sehr gut beschriftet. Es erklärt sich so ziemlich alles von selbst. Ne, hier kommt dann der Schalter hin, der kleine. Ja, wie gesagt, und hier käme jetzt im Prinzip diese Buchse hin. Aber die lasse ich weg und selbst da habt ihr jetzt auch schon Plus und Minus drauf markiert. Also das heißt, hier könnt ihr dann eure Kabel direkt anschließen. Und auch mit dem Widerstand ist hier eigentlich alles sehr, sehr gut gezeigt. 10 Kilo Ohm hier. Genau. Und dann würde ich einfach sagen, wir fangen den an, damit das Video nicht ganz lange wird, weil eigentlich soll es schneller gehen. Also bis gleich. So, das, was jetzt im Hintergrund so rauscht, ihr wisst, das ist meine Lötabsaugung. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt an und setzen hier einfach den Schalter drauf. Wie rum ihr das macht, ob ihr das so oder so rum macht, spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Und dann werden wir jetzt den Schalter hier drauf einmal anlöten. Achtet beim Löten immer darauf, dass ihr die Bauteile nicht zu lang mit eurem Lötkolben erhitzt. Das ein oder andere Bauteil mag das nämlich nicht, gerade LEDs. Die sind da etwas sehr empfindlich. Die sind meistens nur dafür ausgelegt, dass sie relativ kurz eine hohe Temperatur mal abkriegen. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen. So, im nächsten Schritt bearbeiten wir jetzt einmal ganz kurz den Transistor mit dem Kühlkörper. Das heißt, ihr legt euch den Transistor so hier in den Kühlkörper rein, nehmt euch da die einzigste dicke Schraube, die damit bei ist, und dann schraubt ihr den hier einmal schön drauf, wenn ihr euch nicht so dusselig anstellen solltet wie ich gerade. Ja, Leute, wie gesagt, ich suche immer noch ein Telefon. Ich bin im August läuft mein Vodafone-Vertrag aus. Und das Angebot, was ich von Vodafone bisher bekommen habe, war leider auch nicht so das Beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt schon seit 19 Jahren oder 18 Jahren bei Vodafone mehr oder weniger Kunde bin. Mit einem Handy oder manchmal auch mit Festnetz, je nachdem, wo wir dann gerade gewohnt haben. Und ja, wie gesagt, mein Vertrag war damals auch nicht gerade klein. Ich muss zugeben, ich war einer derjenigen, der ziemlich SMS-süchtig war, als das damals so war. Deswegen war mein Vertrag auch immer entsprechend größer, dass ich da halt diese freie SMS hatte. Gut, macht heute ja gar keiner mehr. Und deswegen wollte ich da mal was anderes und ja, wie gesagt, Vodafone ist mir da leider bisher nicht so entgegengekommen. Deswegen fand ich das sehr schade und das wird halt dazu führen, dass ich sehr wahrscheinlich da weggehe von Vodafone und mir einfach, ja, wahrscheinlich entweder einen neuen, kleineren Vertrag dann hole. Ja, ich hatte auch schon überlegt, oder das Handy halt so kaufen und dann entsprechend,
ja, so eine Art Prepaid oder so ein Mini-Vertrag, weiß ich nicht. Aber ich brauche halt schon ein bisschen Datenvolumen, weil ich halt auch viel unterwegs bin und so. Also 8 GB muss ich da auf jeden Fall immer haben. Genau, also jetzt habe ich ein bisschen die Zeit verquatscht. Ihr seht es hier. Das wird hier einfach so drauf gesteckt. Kann man eigentlich gar nicht verkehrt machen. Aber ich empfehle euch, das sehe ich jetzt erst, damit es gleich ein bisschen einfacher wird, weil sonst habt ihr ein bisschen Fummelarbeit. Nehmt euch erst bitte den Widerstand, einen von den beiden, und lötet den hier einmal drauf. Aber wie gesagt, das geht nachher natürlich auch, klar, man kommt dran, aber es wird ein bisschen enger. So, man kann sich den hier so ein bisschen an den Beinen ziehen, zack, dass es dann ein bisschen vernünftig ausschaut. Ich biege mir das dann meistens hier immer einmal so ein bisschen weg, dass die Bauteile entsprechend dann auch halten, wenn ihr das lötet. Nicht, dass sie dann wieder nach unten sacken und dann hängt das nachher alles schief und naja. Ihr wisst ja das Auge, ne? Ja, wie gesagt, das ist halt so die Vodafone-Geschichte und ich bin auch mit Samsung sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab aber jetzt mittlerweile doch mal Lust, mal was Neues auszuprobieren. Also womit ich ja momentan liebäugle, weil ich halt eben auch mit dem Telefon meine Videos mache für YouTube, wisst ihr ja, dass ich halt, ich brauche halt entsprechend eine Kamera, die auch okay ist, sag ich jetzt mal. Ne? Wie gesagt, jetzt habe ich ja das Samsung Galaxy, das Samsung S7. Und mit der Kamera bin ich eigentlich sehr zufrieden. Für meine YouTube-Bereiche reicht das absolut aus. Und ja, wenn man sich jetzt mal bei Huawei umschaut, ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen dafür, aber dieses Mate 20 Pro oder was weiß ich, ne? Mit dieser Leica-Kamera, mit dieser Triple Cam, das ist schon natürlich eine sehr reizvolle Sache für mich. Oder wenn man jetzt mal zu unseren anderen chinesischen Freunden mal schaut, jetzt wird es wieder interessant, spricht man das Xiaomi aus oder Xiaomi? Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall das Xiaomi, ich weiß gar nicht, wie das heißt, 8 oder sowas, was so hinten so leicht transparent ist. Das hat mich so ein bisschen, ja, es fixt mich so ein bisschen an wegen dem Arbeitsspeicher, weil ich ja am Telefon auch mit einer kleinen Software im Prinzip gleich die Videos schneide und bearbeite. Von der Sache ist es für mich halt immer schon, ja, schon nicht schlecht, nicht verkehrt, wenn die Telefone entsprechend auch den Arbeitsspeicher haben. Was das Ganze dann auch ein bisschen angenehmer gestaltet. Deswegen bin ich da momentan so ein bisschen auf der Suche. Und das Display muss halt auch, ich sag mal, auf jeden Fall größer als 6 Zoll sein. Das ergibt sich dann auch einfach aus der Tatsache, dass ich halt eben Videos schneide. Und ihr werdet lachen, das mache ich ganz oft in der Badewanne. Und ja, wie gesagt, wenn du da halt auf einem kleinen Display drauf guckst, da irgendwann kriegst du da mal viereckige Augen. Von der Sache her. Ist das dann schon mit 6 Zoll oder 6,3, 6,2, je nachdem, ist das schon nicht ganz verkehrt. Jetzt haben wir hier den Transistor drauf gelötet. Und boing, jetzt schneide ich mir mal diese überstehenden Beinchen ab. Genau, jetzt ist es eigentlich auch nicht mehr viel, was wir haben. Jetzt habt ihr hier LED stehen und ein kleines Plus und rechts ein kleines Minus. So, jetzt muss man wissen bei der LED, was ist ein Plus und was ist ein Minus? Ihr könnt das bei Google einfach mal eingeben, LED-Schaltbild, und dann kriegt ihr da 1000 Anzeigen. Ihr könnt es aber auch einfach machen, ihr guckt euch so eine LED an und in der LED drin gibt es einmal so ein breites Segment, sage ich jetzt mal einfach. Das kann man hier mega schlecht erkennen. Ich hole mal gerade eine andere LED, wartet mal. Also ich habe jetzt mal eine größere geholt, das ist eine 5 mm LED und da sieht man ziemlich wesentlich besser. So, und zwar hat die LED ein breites Segment und ein dünnes Segment. So, und das Beinchen, was an das Breite rangeht, also jetzt hier dieses obere Beinchen hier, das ist in dem Fall die Minusseite von der LED und das dünne Beinchen mit der dünnen Seite, das ist dann unser Plus. Würde ich euch gerne hier auch im Original zeigen. Bei der kleinen LED ist es aber etwas, ja, man kann es gerade so erkennen, ihr habt das ja einmal gesehen. Ja, aber es ist halt sehr, sehr klein. So, das heißt also, die Seite mit dem kurzen Beinchen, die kommt auf das Plus. Jetzt muss ich mich einmal selber hier konzentrieren, dass ich nicht verkehrt anbaue, weil das habe ich nämlich auch gut drauf. Ich erzähle es euch, wie es richtig ist und mache es selber falsch. So, dann wird es hier reingesteckert in die Mitte. Die Spule machen wir nachher ganz zum Schluss. So, und auch hier empfehle ich euch einfach, halte die LED fest und biegt dann die Beinchen krumm. Die Art und Weise kann halt nachher das Bauteil nicht durchrutschen.
Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt der Teil, wo ihr sehr, sehr kurz den Lötkolben bis drauf halten dürft, dass die LED halt nicht zu warm wird dabei. So, die überstehenden Beinchen, die schneiden wir jetzt einfach ab. Ganz einfach auch, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ja, dann sind wir im Prinzip fast fertig. So, jetzt ist halt die Sache, jetzt müsst ihr euch das natürlich überlegen, was ihr nachher haben wollt. Ob ihr das so frei machen wollt wie ich, mit so einfach Plus und Minus dran. Oder halt mit der Buchse. Bevor wir das aber machen, setzen wir hier noch den Kondensator drauf. Das ist eigentlich shit, egal wie rum ihr den draufsetzt, da gibt es in der Form kein Plus und Minus. So, es wird hier alles ein bisschen eng jetzt gerade. Ich habe aber auch nicht gerade die kleinsten Finger von der Sache her. So, auch hier wieder die Beinchen etwas krumm gebogen. Und dann geht es wieder ans Löten. Ja, ich habe jetzt den Filter. Also ich habe ja, um mal das Setup mal zu zeigen. Das ist meine Lötabsaugung. Die hat hier so ein Aktivkohle-Dingsbums drin. Und das pustet volles Brett hier an diesen anderen etwas größeren Filtern. Den stelle ich dann beim Löten immer auf Maximum ein. Und wie gesagt, diese Konstellation ist im Winter einfach, wenn du halt das Fenster nicht aufmachen kannst, weil es draußen zu kalt ist, ist ja schweinegeil. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, wer sehr viel lötet, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit und nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie sinnvoll wegzuleiten, investiert diese 45 Euro und holt euch sowas. So, jetzt machen wir auch hier noch die Beinchen fix weg. So, jetzt machen wir uns im nächsten Arbeitsschritt, machen wir uns jetzt hier einmal die Füßchen gerade ran. Da kann ich nebenbei noch ein bisschen was erzählen. Genau, deswegen bin ich da halt momentan so mit dem Telefon so ein bisschen auf Suche. Aber bei mir müssen die Geräte dann auch ein bisschen lange halten, sage ich jetzt mal. Also ich bin da jetzt immer nicht so der Freund, irgendwie alle Jubeljahre ein neues Telefon zu haben, sondern langsam habe ich da auch nicht mehr so den Bock drauf. Früher war das mal so, als ich Lütscher war. Aber das kennt man ja selbst auch. Bloß mittlerweile, die Dinger sind ja solche Raketen geworden. Das ist ja. Ich kenne das noch mit diesen. Mein erstes Telefon, da war ich 15,5. Das war von Motorola. So ein Klappfon, das hieß, glaube ich, auch sogar Galaxy. Da konntest du die Sprechmuschel rausklappen und die Antenne ausziehen. Und ja, das war schon edel. Da lacht man heute, wenn man drüber nachdenkt. Genau. So, jetzt haben wir hier die drei Beinchen drauf. Und ich werde das jetzt halt einfach so machen, dass ich mir jetzt noch einmal so ein Plus- und Minuskabel hole und das hier anlöte, damit wir das dann einmal komplett für euch haben. So, nehmen wir uns hier einfach irgend so einen Rest von so einer Platine. So, da isolieren wir jetzt ein bisschen was von weg. Braucht ihr nicht mit so einer Zange machen, könnt ihr auch mit den Zehen machen. Kommt jetzt immer drauf an, wie viel ihr damit macht. Ich habe es ganz früh auch mit Zehen immer gemacht. Aber wenn man dann anfängt, mehr zu löten, dann ist das nicht so schön. So, dann nehmt ihr hier einfach das schwarze Kabel, steckt es hier rein. Auf der anderen Seite mache ich das dann genauso. Ich biege das dann hier weg. Dann sieht das so hier aus. Dann kann man das sehr, sehr schön anlöten. Sind auch noch jetzt unten den Bereich, wo ich dann nachher dann die Spannungsversorgung anschließe. So, und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Pluskabel auch. Stecke ich jetzt hier rein in diesen Schlitz, biege das um, spanne das hier wieder meine Helping Hand ein. Heute ist es eher die Nerving Hand. Boing. So. Zack.
wenn wir das haben. Und dann, wie gesagt, unten noch den Bereich. So, zack. Genau, dann haben wir jetzt im Prinzip fast alle Bauteile dran. Wir haben den Kondensator dran, wir haben den Schalter dran, den Transistor, den kleinen 10 Kilo Ohm Widerstand. Wir haben die LED hier angebaut und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Spule. Und ihr seht schon, was wir hier jetzt hier an Teilen übrig haben. Das ist nachher die Neon-Glimmlampe zum Testen der Funktion. Genau, das heißt, den ganzen Teil können wir hier einmal an die Seite schieben. Den Teil auch. Und wie gesagt, bei der Spule bitte ich euch, seid bitte sehr, sehr vorsichtig. Das ist sehr dünner Draht. Und bei der Spule habt ihr einmal, das ist also eine ganz normale Spule, ist das, sage ich jetzt mal, mit einem Anfang und mit einem Ende. Wenn ich es dann zu packen kriege. Genau. Wie rum ihr die Spule jetzt draufsetzt, spielt auch absolut keine Rolle. Und jetzt nehmt ihr euch ein Feuerzeug, stellt bitte die Flamme auf klein ein, testet das vorher, weil dieser Draht brennt euch sonst ratzfatz weg. Und dann wird hier einmal ganz kurz die Flamme an das Kabel gehalten. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Weiß ich gar nicht, ein Bruchteil von einer Sekunde oder was. Ne? Und dann bitte mit dem Cuttermesser jetzt auch sehr vorsichtig sein und aufpassen. Ich halte hier immer das Kabel so ein bisschen mit dem Finger fest, dass man halt nicht die Spule abrollt. Die Spule hat zwar so einen kleinen Lack außenrum, aber je nachdem, wie sehr man hier dran rumzupfelt, kann es halt schon mal sein, dass man da mal eine Windung wieder abmacht. Ich meine, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber ey, wir wollen es ja auch vernünftig machen. Und genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite, dass wir halt nochmal die Lackschicht wegnehmen. Viele sagen, ja, brauchst du ja gar nicht machen, das kannst du mit einem extrem heißen Lötkolben auch so machen. Meine Erfahrung war nicht so gut. Deswegen empfehle ich euch immer, macht das bitte so mit dem Feuerzeug und mit dem Cuttermesser, dann seid ihr nachher immer auf der sicheren Seite. Nachher funktioniert die Sache nicht und ihr sucht euch da einen Ast und einen Wurm und ärgert euch und weiß nicht, das ist es nicht wert, also ganz ehrlich. Deswegen. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt, ja, das kriegt der Fokus natürlich, doch, kriegt er jetzt drauf. Ich habe jetzt hier das Ende so ein bisschen umgebogen, dass wir dann einfach auch so ein kleines bisschen mehr Angrifffläche kriegen für den Lötzinn. So, und das stecke ich hier in das Loch rein, in das letzte verbleibende Loch, wo T drauf steht. Und da ist es auch wieder so, ich biege mir das dann auf der anderen Seite krumm. Ja, man kann es hier ganz schlecht erkennen. Es ist halt echt sehr filigran. Und dann seid auch jetzt bitte beim Löten vorsichtig. Oh, hält das alles? Ja, es hält gerade so. Ich versuche das mal für euch drauf zu kriegen. Ja, ihr seht, da guckt jetzt ein bisschen das Spulenende raus. So. Und das war es dann schon gewesen. Jetzt ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. So, jetzt fragen sich natürlich viele, ja, wo ist denn die andere Wicklung? Muss ich mal kurz einen Kaffee trinken? Die Primärwicklung, wenn man das jetzt so nennen möchte, tatsächlich befindet die sich hier auf der Platine schon vorgedruckt drauf. Das heißt, so wie ich es jetzt halte, würde es nicht funktionieren, weil halt entsprechend die Primärwicklung ihr Magnetfeld nicht auf die Sekundärwicklung übertragen kann. Das heißt, ihr müsst das jetzt noch hier so ein bisschen mittig, sage ich jetzt mal, irgendwie befestigen. Und was gibt es Geileres als Heißleim? Da muss ich jetzt einmal wieder ein bisschen in die Richtung gehen. So. Da geht ihr hier auch einfach mit ein paar Tropfen, reicht im Prinzip schon vollkommen aus, geht er hier einmal ringsrum so ein bisschen, zack, 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 wenn da ein bisschen was daneben landet, ist das nicht so schlimm und dann schnappt ihr euch die Spule, drückt sie drauf und guckt halt, dass ihr so ungefähr einigermaßen im Zentrum seid, da kommt es jetzt nicht so auf Millimeter an. Aber ich liebe immer die Fäden vom Heißleim, also so, genau, dann haben wir die Tesla-Spule soweit fertig aufgebaut und dann wollen wir es jetzt auch mal testen. Angeschlossen, also ich habe jetzt hier 8,8 Volt, könnt auch wie gesagt eine andere Spannung nehmen. So, zack. So, wenn ihr es angeschlossen habt, passiert erstmal gar nichts, denn ihr müsst hier auf den Knopf drücken. Ihr seht es an der Funktion,
dass die kleine LED brennt. Und sobald ihr dann halt hier entsprechend die Neon-Glimmlampe ranhaltet oder zum Beispiel, wenn ihr noch so eine olle Energiesparlampe habt, dann könnt ihr die Funktion auch testen. Wenn ihr Energiesparlampen noch in euren Haushalten verwendet, tut mir bitte den Gefallen und schmeißt sie alle raus. Gehört nicht in Räume. Gehört eigentlich generell verboten. Aber das Thema Energiesparlampe, der ein oder andere wird es sicherlich selbst kennen und wissen. Und ich hoffe, ihr habt das einfach nicht bei euch im Haushalt. Genau, das war's zum Thema Tesla-Spule selber bauen. Meine Fresse, das Video hat schon wieder 25 Minuten. Ich krieg's nicht hin, kurze Videos zu machen. Ist einfach, glaube ich, nicht so mein Ding. Gut, wie gesagt, das lade ich jetzt hoch. Und parallel gibt es das dann, glaube ich, müsste ich eigentlich auf dem Shop das schon eingepflegt haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.